So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. In der letzten Folge habe ich ja aus Versehen Stress mit den Typen angefangen. Es war echt keine Absicht. So. Oh, der hat das Tatsache nicht mitbekommen. Und wie gesagt, eigentlich müssen wir die nicht besiegen, aber ich mach's einfach mal, weil die Waffen haben. Und ich finde Waffen ziemlich uncool. Außerdem bin ich Batman. Das kam jetzt nicht so gut. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen... Okay. Der geht ganz alleine nach da oben. Das ist schon mal ein Fehler, mein Freund. So, jetzt kommt der hier hoch. Wechselt euch ruhig ab. Aber keine Sorge, ihr werdet immer für mich da sein, um mich zu beschützen. So, zack, direkt der nächste. Okay, der steht da hinten rum. Okay. So. Der da oben, den könnten wir uns auf jeden Fall noch packen und dann ist es eh noch einer. Nein, jetzt geht der nach unten. Perfekt. Was glaubst du, wo er hin ist? So, jetzt keine Faxen machen. Tada! Das habe ich doch mal echt gut hinbekommen, oder? Los, schreibt es jetzt in die Kommentare, wie gut ich das hinbekommen habe. Noch ein Stufenaufstieg. So. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann... Ach ja, der gute Betsy. Der gute Betsy. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich wollte mir eigentlich den Stufenanstieg... Hallo! Danke. Free-Flow-Power-Ausrüstung. Wenn im gezielten Free-Flow-Modus Schnellkampfausrüstung sind, dann... Nee. Nee, auf Catwoman skill ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Kampf auch nicht. Ausrüstung. Batclaw entwaffnen. Das setze ich so selten ein. Deswegen denke ich, werde ich doch mal die erste Kampfpanzerung-Verbesserung für 25% machen. Dit tut passend tun. So. Und jetzt rein da. Und Leute, ich kann euch sagen, hier unten ist es bestimmt mega heiß. Was Batman allerdings nicht interessiert. Was mich an den Batman-Film mit George Clooney erinnert, wo, war das der? Wo er einen, Der Dampf aus diesem Ofen ja, darf ich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie. Wo er einen hitzebeständigen Anzug anhatte? War das der mit George Clooney? Ich weiß es gar nicht mehr.
So, jetzt haben wir das kleine Ding hier erstmal runtergekühlt. Und hier stürzt einfach alles ein. Ja, dieses Sionis-Stahlwerk gehört dem guten Black Mask. Oder besser gesagt, gehörte dem guten Black Mask. Bevor Joker das halt übernommen hat. Nennen wir es mal nett, übernommen hat. Aber vorher gehörte es halt Black Mask und damit halt auch der Mafia. Was den Joker aber nicht interessiert. Und ihr seht schon, so ein paar Verstecke von Riddler-Trophäen und so kenne ich natürlich, aber nicht alle. Es wäre cool, wenn ihr mir vielleicht ein bisschen eine Hilfe geben könntet. Wenn ich irgendwas übersehen habe. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weil ich nehme auch nicht so viel im Voraus auf. Dann kann ich dann immer noch mal zurückgehen. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Ja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer. Ja, Harley Quinn und Joker sind beide verrückt, wer hätte es gedacht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir der Ärztin helfen. Und dabei nicht verbrennen. Ich wette mit euch, Batman könnte es mit allen knapp 60 Gegnern hier aufnehmen. Aber die hauen ja leider alle ab. Okay, dann wären wir jetzt schon mal hier. Dann geht es jetzt natürlich weiter. Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Ich wollte schon sagen, ey. Wieso klappt das denn nicht beim ersten Mal? Dann dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Ich hätte gedacht, dass es ihm ewig ist. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Ja. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Tut mir leid, dass ich euer illustres Gespräch beenden muss. Aber, wie euer Kollege gerade schon gesagt hat, ganz richtig, ich bin Batman und ich muss euch jetzt leider ein paar Manieren beibringen. Leider für eure Knochen, die werden bestimmt wehtun. Aber keine Angst, ich werde euch nicht töten. Oh, du blödes Mann! Der fragt sich nur, wem es wehtun wird. Ich glaube nämlich wohl eher dir. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Ach ja, um nochmal auf meine Überraschung in Anführungsstrichen zurückzukommen, die ich eigentlich im zweiten Teil machen wollte, also im zweiten Teil dieser Folge, dieses Projekts. In der zweiten Folge, so.
Oh. Auf einmal ist die Quinn weg. Okay. Ich wollte eigentlich ein alternatives Batman-Kostüm anziehen, weil ich halt dieses Pack auch habe mit den verschiedenen Batman-Skins, aber das funktioniert leider nicht. Leider. So. Die beiden haben wir jetzt erstmal markiert, weil da können wir leider jetzt noch nichts machen. Ich wollte, wie gesagt, ein anderes Batman-Kostüm anziehen und dieses Let's Play dann halt mit dem anderen Batman-Kostüm machen. Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Aber leider hat es nicht geklappt. Das Spiel hat etwas dagegen, wenn man es zum ersten Mal durchspielt. Habe ich das Gefühl. Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorgt dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Im Ernst, Mann, wird nicht übermütig. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Im New Game Plus zum Beispiel ist es so, dass jetzt an dem Fenster hier ein Typ stand, halt von innen und dagegen geklopft hat und die Typen halt warnen wollte, weil der halt gesehen hat, wie ich als Batman die ausgeschaltet habe. Aber im normalen Spiel gibt's das gar nicht. Also haben die im New Game Plus wirklich noch so ein paar Neuerungen eingeführt. Das ist ja ganz cool. Zack, und auf der anderen Seite wieder runtergefallen. Das hat sich wirklich gelohnt. Okay, da können wir nichts machen. Aber wir können hier hoch. Was uns auch noch nichts bringt. Aber wir können wenigstens das Ding hier dann schon mal auftreten. Man hat ja auch die Möglichkeit, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, im New Game Plus hat man ja auch schon alle Ausrüstungsgegenstände und so. Und da kann man ja auch andere Wege gehen, wenn man das nochmal durchspielt. So. Das hier kenne ich. Okay. Da unten geht einer rum. Batman! Ich pass hier auf! Er ist hier! Ich übernehme die Tür! Okay. Das hätte besser laufen können. Der hat sich leider im falschen Moment umgedreht. Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir so gut wie tot, verstanden? Ja, aber wenn der jetzt hier drunter durchkommt, wird er auf jeden Fall Geschichte sein. Ja, komm schon. Komm, guck nicht nach da unten. Komm einfach zu mir. Du weißt ganz genau, dass du es willst. Komm schon, mein Freund. Der geht echt nach unten, der Penner, ne? So. Da draußen ist es still geworden. Bleib hier. Ich gehe mal nach. So, jetzt lass den Typen ruhig nachsehen gehen. Die sind ja jetzt eher alle ausgelöscht. Ich benötige die ganze Nacht. Dann will ich jetzt nur wissen, wo der lang geht. Ich hoffe, der geht da geradeaus auf diese höhere Plattform. Na komm schon, mach irgendwas, aber steh nicht einfach nur blöd rum, danke.
Ja, den hat dein Kollege auch schon gesehen. Soll ich irgendwas holen, Doc? Komm, 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 komm. Fuck! Du glaubst, dass du dich verstecken kannst? Wie hat der mich denn jetzt bitte sehen können? Hier unten geht's noch weiter. Nee, Moment, Moment, Moment. So. Das will ich jetzt aber mal ausprobieren hier. Oh! Ey, ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Mensch. Guck mal hier. Vielleicht können wir das ja doch nochmal irgendwie einsetzen. Das Problem ist jetzt halt, dass die beiden Typen die ganze Zeit da rumhängen. Okay, ich wollte eigentlich ein Doppelausschalten machen, aber naja. Das ist nicht. So. Nicht gut, aber schön. So, haben wir noch eben irgendwelche Trümmerteile auf die runterfallen lassen. Bitte, hol mich hier raus. Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Diese Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Ah, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Oh yeah. Und schon haben wir die Distanzstromladung. Gibt eine Stromladung ab, mittels derer sich Generatoren und Elektromagneten speisen lassen. Kann auf Gegner abgefeuert werden, um ihnen einen lokal begrenzten, nicht tödlichen Stromschlag zuzufügen. Ich liebe dieses Teil. Ich weiß ja, was ich machen muss. Ich muss da drauf schießen. Ja, hallo. Meine Güte, ey. Das war aber jetzt schon wieder eine Geburt. Tja. Jetzt sind wir nämlich hinter den Typen. Die da einfach rumstehen und... Und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist... Batman, er ist hier!
Und zack. Jetzt kriegt er erstmal wieder alle ein paar. Damn. So. So schnell kann es gehen. Und ihr müsst jetzt nicht denken, dass das Spiel an sich easy wäre. Das ist jetzt nur am Anfang so. Es wird auf jeden Fall noch schwieriger. Und es kommen natürlich auch die Stellen, mit denen ich schon immer meine Probleme hatte. Zum Beispiel, dass Protokoll 10 in 9 Stunden in Kraft trifft und dass ich schon wieder die Folge sinnlos überziehe. Aber diese eine Riddler-Trophäe werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Da steht sie. Und dann soll es das auch schon wieder für diese Folge gewesen sein. Wie immer würde ich mich natürlich sehr über ein bisschen Unterstützung und ein paar Kommentare und Daumen hoch, runter, irgendwas freuen. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Batman Arkham City wieder. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen, Leute. Ciao, ciao.